Ein sehr wichtiges Thema, gerade für euch Schweizer, weil ein Bruder sagte zu mir, in der Schweiz schläft keiner ruhig, bis er 250.000 Franken unterm Kissen hat. Ist das richtig? Alhamdulillah, ich schlaf ruhig. Ich habe dieses Geld nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich denke, Geld ist hier schon eine extreme Fitna. Ha? Sag, wenn wir ehrlich sind. Wer hat 250.000 Franken von euch? Natürlich, niemand gibt zu, dass man ihn auch nicht nach Spenden fragt. Yahuwah, viele von uns haben ein gewaltiges Problem. Was ist das Problem? Das Problem ist die Liebe zur Dunya. Die Liebe zu was? Zur Dunya. Und wir wollen heute lernen, wie man diese Liebe zur Dunya, die krankhaft ist und das die Wurzel von allem Übel ist, wie wir sie bi'idhnillah ta'ala heilen, diese Krankheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hoffe, die Schweizer lieben ihren Propheten, wenn sie hören, der Gesandte Allahs, dann sagen sie sallallahu alaihi wasallam. Diese verschiedenen Länder sollten uns nicht davon trennen, die Sunna einheitlich zu machen. Nicht, weil ihr in der Schweiz lebt, dann habt ihr eine andere Sunna. Na, die Sunna ist überall dasselbe. Er hat einmal über den Zustand gesprochen, wo er sagte, dass eines Tages die Muslime wie ein Serviertablett auf dem Teller sein werden und alle Nationen werden darüber herfallen und essen, das bedeutet von den Muslimen nehmen, was auch immer sie nehmen wollen. Wann sagte er das? Vor über 1400 Jahren. Sehen wir das in unserer heutigen Zeit? Alle fallen über die muslimischen Länder her und jeder nimmt sich, was er? Jeder nimmt sich, was er möchte. Und natürlich, die meisten Terroristen sind in Ländern, wo die meisten Bodenschätze sind. Macht Klick, ne? Was sagte er uns zu diesem Zeitpunkt? Er sagte, sie werden über euch herfallen. Dann fragte einer der Sahaba radiallahu anhum, qala rajulun min al-qawm, min qillati nahnu yawma idhin ya Rasulallah, werden wir an diesem Tag wenige sein, o Gesandter? Allahs, er sagte, bal antum yawma idhin kathir, nein, vielmehr werdet ihr viele sein, walakinnakum rutha ka rutha is-sayl, aber vielmehr seid ihr wie der, sagt es mir, wie der Meeresschaum. Ich sehe, ihr kennt den Hadith, walhamdulillahi rabbil alamin. Was meinte er damit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war immer sehr barmherzig. Er hat nicht hart gesprochen. Er meinte damit, ihr seid eine Null, wenn wir das übersetzen. Ihr seid viele, aber trotzdem eine Null. Ihr werdet es nicht mal schaffen, dass ganze Nationen über euch herfallen und jeder sich von euch nimmt, was er möchte. Und tatsächlich sehen wir diesen Zustand. Ey Wallah, wir sehen diesen Zustand. Ja, Ikhwa, Subhanallah. Überlegt, damals gab es Kämpfe, wo die Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum 3000 Mann gewesen sind und sie haben gegen eine Armee von 200.000 Mann gekämpft und den Krieg gewonnen. Waren sie Außerirdische? Antwort nein. Aber was war im Herzen dieser Sahaba? Der volle Iman, der volle Glaube. Was uns anbelangt, wir sind betäubt durch die Dunya. So sagte er weiter, sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jal wird die Angst eurer Feinde aus ihren Herzen nehmen. Das heißt, ursprünglich haben sie euch gefürchtet. Ursprünglich haben sie euch gefürchtet. Wovon heute keine Rede mehr sein kann. Sondern die machen sich über uns lustig. Sprich, in China seht ihr, was mit uns gemacht wird. In Burma seht ihr, was mit uns gemacht wird. Überall, man braucht nur die Augen zu öffnen, dann sieht man, was mit den Muslimen gemacht wird. Er sagte, die Feinde werden nicht mehr die Furcht in ihren Herzen vor euch haben. Und Allah Azza wa Jal wird euch Al-Wahan in eure Herzen hereinmachen. Dann fragte einer der Gefährten, Wa mal Wahan ya Rasulallah, was ist Al-Wahan? Was bedeutet dieses Wort? Und die Sahaba radiallahu anhum haben sehr gutes Arabisch verstanden. Aber sie wussten nicht, was es mit Al-Wahan gemeint. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Das ist die Liebe zur Dunya und, wer übersetzt mir den anderen Teil? Die Abscheu vom Tod. Man wird den Tod hassen.
Und Khalid ibn Walid, radiallahu an, bevor er zu Leuten gegangen ist, wenn sie keine Vereinbarung mit ihm getroffen haben, dann hat er dem Kaiser einen Brief geschickt. Und er sagte, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu wa ardah, لقد جئتكم بجيش يحبون الموت كما تحبون الحياة. Ich bin zu euch mit einer Armee gekommen, die den Tod genauso lieben wie ihr das Leben. Und dann war die Sache entschieden. Abu al-Bara, wozu rufst du uns auf? Wir rufen euch auf, dass eure Herzen wieder lebendig werden. Und das ist unser Hauptthema heute, bi-idhnillahi as-sami' al-alim, dass wir diese Liebe zur Dunya, die uns was betäubt hat, die uns unsere Identität schon genommen hat. Ey Wallah, wie viele Leute trifft man heute, die sich noch trauen zu sagen, ich bin Muslim? Es sind nicht die meisten. Und wenn sie sagen, ich bin Muslim, dass sie auch nach dem Islam leben. Und wenn sie auch nach dem Islam leben, dass sie diesen vollen Stolz für ihre Religion tragen. Nochmal, es sind nicht die meisten, liebe Geschwister. Was ist passiert? Das, was wir Krankheit nennen, Krankheit der Dunya, ist letztendlich in unsere Herzen hereingekommen. Und so haben wir vergessen, was unsere wahre Identität ist. Jeder, wenn du ihn fragst, er weiß, dass er Albaner ist. Jeder, wenn du ihn fragst, er weiß, dass er Araber ist. Jeder, wenn du ihn fragst, er weiß, dass er Türke ist. Aber die wenigsten werden dir sagen, dass sie was sind. Muslim. Was ist unsere Identität, frage ich euch, liebe Geschwister. Araber oder Muslim? Ein Muslim. Einmal fragte einer, einen türkischen Bruder, er sagte zu ihm, bist du Muslim? Er sagte, Alhamdulillah, ich bin Türke. Aber es war doch gar nicht mal eine Frage. Yani, tasawwar. Schaut mal, liebe Geschwister, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Deine Identität ist, dass du Muslim bist. Das konntest du dir aussuchen. Konntest du dir aber aussuchen, dass du Türke, Araber, Pakistaner oder Albaner bist? Antwort. Das wurde dir mitgegeben, weil manche Leute tun so, bevor sie geboren wurden, dass ein Engel mit einem Nationalflaggenbuch zu ihnen gekommen ist und sie gefragt hat, welche Nationalität habe ich? Wir sind Muslime, ja, Ikhwa. Uns verbindet der Islam. Eine Frage. Wer von euch ist Türke hier zum Beispiel? Keiner outet sich doch. Niemand ist perfekt. Wer von euch ist Araber? Araber, okay, Alhamdulillah. Die sind immer in den letzten Plätzen. Die gucken immer, wo die guten Handys sind. Wer von euch ist Albaner? Okay. Also heute werde ich wenig gegen die Albaner sagen. Wer von euch ist Bosnier? MashaAllah, Tabarak Rahman. Wer ist Pakistaner? Ich weiß nicht, die Leute halten mich oft für einen Pakistaner, ja? Wenn ich in Mekka bin, die kommen und sprechen 30 Sätze, bis ich ihnen sagen kann, dass ich kein Pakistaner bin. Sehe ich aus wie ein Pakistaner? Hier sehen wir, was verbindet uns, liebe Geschwister. Es ist nur der Islam. Inna akramakum indallah atqakum. Der Beste, der Edelste bei Allah von euch ist wer? Der Gottesfürchtige. Es spielt bei Allah keine Rolle, was du bist. Denn das hast du dir nicht selber ausgesucht. Vielmehr ist es dein Islam, der dich zu einem stolzen Menschen macht. Denn eine Frage von den drei Fragen im Grab ist welche? Ich will die richtige Frage hören. Auch, ist auch eine Frage, aber ich will, was war deine Religion? Willst du sagen, Türke? Araber. Deine Religion ist der Islam. Niemand fragt dich nach deiner Nationalität. Deswegen, ja, Ikhwa, lass diese Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich sehr aufgeregt, wenn Leute den Nationalismus vorgeschoben haben. Und er sagte, lass die Sache, sie stinkt. Und er ist sehr zornig geworden, alayhi salatu wassalam, weil er wollte uns beibringen, dass wir durch den Islam uns identifizieren und nicht durch irgendeinen Nationalismus, der in vielen Geschichtsbüchern auch nicht immer positiv ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die volle Liebe zum Islam geben. Was will ich euch mit dem Ganzen sagen? Höre nur diesen Hadith
und versuch ihn zu verinnerlichen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Die besten unter den Menschen sind diejenigen, die ein hohes Lebensalter bekommen haben und viele gute zusätzliche Taten machen konnten im Laufe ihres Lebensalters. وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ. Und die übelsten unter den Menschen sind diejenigen, die ein langes Lebensalter bekommen haben, aber viele Sünden gemacht haben. Hast du den Hadith verstanden? Ich übersetze ihn dir. Besser, wenn du keine guten Taten machst, dass du heute stirbst, als dass du länger lebst. Hat man mich verstanden? Besser für dich, wenn du keine guten Taten machst, wenn du nur die Dunya betrachtest und deine Religion vergessen hast, dass du heute stirbst. Warum? Denn je länger du lebst, umso was wirst du mehr ansammeln? Sünden. Werden diese Sünden zum Vorteil für dich sein oder zum Nachteil? Zum Nachteil. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Leute wie genannt? Die schlechtesten Menschen. Aber wenn du jemand bist, der durch sein hohes Lebensalter viele gute Taten erreicht, dann denke daran, o Diener Allahs, das wird für dich nur Khair, Gutes sein, denn damit erhöhst du deinen Rang im Paradies. Schau mal, der eine, er erniedrigt sich im Höllenfeuer. Und im Höllenfeuer gibt es verschiedene Stufen. So wie es Rangstufen im Paradies gibt nach oben, so gibt es Darakat-Stufen im Höllenfeuer nach unten. Und daher, du sollst nur mit einer einzigen Bedingung weiterleben. Wer sagt mir, was ist diese Bedingung? Dass wir was machen? Na, viele gute Taten machen. Allah Azza wa Jal sagt, und das ist eine sehr wichtige Ayah, die lesen wir jeden Freitag. Welche Surah lesen wir jeden Freitag? Surat Al-Kahf. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wir haben diese Erde zu einem Schmuck gemacht, damit wir sehen, wer die besten Taten unter euch verrichtet. Du hast hier eine klare Antwort, warum Allah Azza wa Jal uns auf diese Erde gesetzt hat. Eine klare Antwort. Lasst uns diese Ayah verstehen. Allah hat diese Erde zu einem Schmuck gemacht. Fitna oder keine Fitna? Fitna. Was will Allah Azza wa Jal von uns, obwohl wir wissen, dass diese Erde wunderschön ist und grün ist und süß zum Leben, so will er von uns, dass wir was nicht vergessen. Die Akhira. Will Allah, dass wir nicht in dieser Dunya leben? Frage an euch. Will er nicht, dass wir in dieser Dunya leben? Antwort nein. Natürlich will Allah, er hat uns auf diese Dunya gebracht, aber was will Allah nicht von uns? Dass wir diese Dunya so sehr lieben, dass wir was vergessen? Die Akhira. Ist es uns erlaubt, schön zu essen, lecker zu trinken, zu heiraten, Kinder zu bekommen, das ist alles erlaubt. Aber was ist verboten? Dass wir diese Sachen über das Jenseits stellen. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, diese Dunya, während das jenseitige Leben besser und ewiger ist? Mit anderen Worten, seid ihr ohne Verstand, dass ihr so eine Dunya, die vergeht und bald nicht mehr existieren wird, denn die gesamte Dunya wird zerstört werden zur Stunde. Kullu man alayha fan, alles auf ihr wird vergehen auf dieser Dunya. Seid ihr so verrückt, dass ihr diese Dunya wählt, die zugrunde gehen wird und ihr vergesst das Paradies, was ewig ist? Wer wird so eine Entscheidung treffen? Wer wird das für sich akzeptieren, liebe Geschwister, dass er diese Dunya wählt? Und heute, bi'idhnillah as-sami'il alim, nachdem wir gelernt haben, dass es eine gewaltige Fitna, diese Dunya, so wollen wir die Krankheit der Dunya durch ein Medikament heilen. Was ist das Medikament? Das Medikament ist, dass wir das Paradies erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.
Und Allah Azza wa Jal wird sie in das Paradies eingehen lassen, welches er ihnen kenntlich gemacht hat. Was bedeutet, welches er ihnen kenntlich gemacht hat? Warum hat Allah uns vom Paradies berichtet? Wer sagt mir das? Aus welchem Grund hat Allah uns vom Paradies berichtet? Aus welchem Grund? Redet ihr nicht mit mir? Ich glaube, die Schweizer sind geizig, nicht nur mit dem Geld ausgeben, sondern auch mit Wörtern. Bitte schön. Auf das wir Hoffnung haben. Auf das wir Hoffnung haben? Schöne Antwort. Motivation, da ist der. Allahumma barik. Motivation, das heißt, durch das Erwähnen von Al-Jannah, wenn wir Ayat lesen über Al-Jannah, so werden wir motiviert werden, was vor allen Dingen zu tun? Gute Taten. Deswegen hat Allah uns das Paradies kenntlich gemacht. Eine Frage, in welcher Art und Weise berichtet Allah uns vom Paradies? Hat er uns über etwas geschrieben, was wir nicht verstehen? Oder hat er uns nicht vielmehr alles bildlich beschrieben? Bildlich, warum? Damit wir uns auch vorstellen können, was dieses Paradies bedeutet. Denn wenn das nicht bildlich wäre, stellt euch vor, Allah Azza wa Jal redet, das ist jetzt keine Sache, die im Koran steht, ich sage euch nur, stellt euch vor, Allah redet über eine Sache, die wir überhaupt nicht verstehen. Werden wir motiviert, diese Sache zu erhalten? Nein, weil wir gar nicht verstehen, um was es geht. Aber wenn Allah Azza wa Jal uns eine bildliche Beschreibung gibt, als ob wir es mit eigenen Augen sehen könnten, subhanallah, dann wissen wir, wofür wir motiviert sind und wofür wir gute Taten machen. Ah. Was gefällt euch am meisten von Al-Jannah? Was ist euer größtes Begehren in Al-Jannah? Na, tfadda. Allah zu sehen. Alhamdulillah. Das ist die allerschönste Gnade. Es gibt keine, die darüber ist. Na. Allah zu dienen. Allah Azza wa Jal zu dienen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber wird es im Paradies so sein, dass wir noch beten müssen, 5-mal am Tag? Antwort? Nein. Ich wollte fragen, wieso nicht? Bitte? Wieso? Wir kommen dazu, inshallah. Aber was gefällt euch am meisten im Paradies? Na? Die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Der Bruder will nicht mehr sterben danach. Na, bitteschön. Keine Rechnungen. Keine Rechnungen? Ich suche ein Land ohne Briefkasten. Gibt's sowas? Es gibt sowas nicht, na? Bitteschön. Bitte? Glückseligkeit. Allahu Akbar. Was für wunderschöne Gründe. Der Mann mit der schwarzen Mütze, bitteschön. Die Begegnung mit Allah haben wir schon erwähnt. Alhamdulillah, bitteschön. Das Essen ohne satt zu werden. Das Essen ohne satt zu werden. Jetzt wissen wir auch, warum du heute hergekommen bist. Na, bitteschön. Der Mann da hinten. Bitte? Hurul Ain. Er ist ehrlich. Hast du schon deine Hurul Ain in der Dunya? Alhamdulillah, das heißt, du hast Angst vor deiner Frau. Was noch? Was gefällt euch noch im Paradies? Na. Mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zusammenzusitzen. Wallahi, wäre das nur das Paradies, dass man Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sieht, so würde dieses reichen. Alhamdulillah, ich sehe, ihr kennt euch mit dem Paradies aus und ihr habt schon eure Wünsche geäußert, was ihr gerne möchtet. Möge Allah azza wa jal alle, die hier sitzen und hergekommen sind für das Wohlgefallen Allahs, möge Allah ihnen die höchsten Stufen im Paradies geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versammeln. Und heute tauchen wir ein in die Welt des Paradieses, liebe Brüder und Schwestern. Und ich habe dich nicht vergessen, inshallah ta'ala, wir werden auch darüber reden. Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu arda, das Problem ist, wenn du heute Namen der Sahaba erwähnst, dann gucken die Leute dich so an, weil es ist nicht Ronaldo oder Ronaldinho. Wer ist Anas ibn Nadr? Was war Besonderes an ihm? Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, war in der Dunya und hat den Geruch des Paradieses wahrgenommen. Und in einer Überlieferung vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann man das Paradies aus einer Entfernung von 1000 Kilometer Entfernung riechen oder 500 Kilometer oder 70 oder weniger. Je größer die Entfernung ist, vom wo du aus das Paradies riechst, umso besser ist deine Religion. Anas ibn Nadr radiallahu an hat das Paradies von Weitem gerochen und in einer Überlieferung bei Al-Bukhari sagte er, inni ajidu riha al-jannah.
Ich verspüre den Geruch des Paradieses. Allahu Akbar. Und Abu Bakr al-Siddiq und Hanzala radiyallahu anhuma, sie sagten, wenn wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sind, dann könnten wir das Paradies sehen, ka'annahu ra'ya al-ayn, als ob wir es mit eigenen Augen sehen könnten. Was haben sie für eine Stufe erreicht im Glauben, liebe Geschwister? Sie haben die höchsten Stufen erreicht. Und wir wollen heute, bi'idhnillahi as-sami' al-alim, darüber reden, wie wunderschön das Paradies ist. Denn je mehr wir uns mit dem Paradies beschäftigen, umso erniedrigter ist für uns die Dunya. Umso wertloser ist für uns die Dunya. Und umso mehr werden wir unser Fokus in Richtung Al-Jannah, das Paradies, legen und nicht mehr in Richtung der Dunya. Höre, o Diener Allahs. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir und dir das Paradies gibt, so wirst du an den Toren des Paradieses stehen. Und bevor du das Paradies erreichst, wird jemand rufen an Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala yunadi munadin. Es wird ein Rufer rufen im Paradies an der Tür, bevor die Leute hereinkommen. Was wird dieser Rufer rufen? Er sagt zu den Paradiesbewohnern, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Ihr werdet für immer gesund bleiben im Paradies und nie wieder krank werden. Allahu Akbar. Stellt euch vor, derjenige, der in dieser Dunya eine Krankheit hatte, wallahi, eine Krankheit kann dein gesamtes Leben vermiesen. Eine Krankheit kann dein gesamtes Leben vermiesen. Schaut mal nur, wenn man eine starke Grippe hat. Jemand kommt mit einem wunderschönen Essen zu dir. Bist du bereit, es zu essen? Hast du Appetit, es zu essen? Nein. Weder zu essen, noch zu trinken, zu gar nichts. Das ist nur eine kleine Grippe. Was sagst du jetzt über die Leute, die Krebs im Bauch haben? Möge Allah azawajal alle Muslime heilen von ihren Krankheiten. Sie haben gar keine Lust mehr auf das Leben. Sie haben den Appetit für dieses Leben verloren. Im Paradies wird ihnen zugerufen, ihr werdet für immer gesund bleiben und nie wieder krank werden. Ist das das Einzige? Nein. So wird ihnen weitergerufen, wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Und ihr werdet für ewig leben und nie wieder, nie wieder sterben. Billahi alaik, wenn du dieses hörst, wie ist dein Empfinden, wenn du das Paradies betrittst? Du wirst für immer leben und nie wieder, aber du kannst es dir nicht vorstellen, weil du nicht weißt, was es im Paradies gibt. Wenn du hereinkommst, dann wirst du wissen, was ich meine. Wenn du das Paradies betrittst und dir diese wunderschöne Botschaft gesagt wird, du wirst für ewig leben und nie wieder sterben. Ich frage dich eine Frage und sei ehrlich zu dir selber. Wenn ich dir sage, diese vergängliche Dunya hier, die irgendwann vergeht, du kannst in dieser Dunya alles bekommen, aber du wirst nach so und so vielen Tagen sterben. Du bekommst Geld, wie viel du möchtest, und Frauen, wie viel du möchtest, und du bekommst alle annehmlichen Dinge, aber nach ein paar Tagen stirbst du. Wird das ein Genuss für dich sein? Warum nicht? Du hast die schönsten Sachen. Weil du weißt, was wird deine Glückseligkeit beenden? Der Tod. Aber wenn ich dir sage, im Paradies lebst du für ewig, aber du bekommst nichts Besonderes, was würdest du eher wählen? Die Dunya oder das Paradies? Du würdest das Paradies wählen, obwohl du dort nichts Besonderes bekommst, aber im Paradies gibt es das Beste, was du dir vorstellen kannst. Deswegen, ja, Ikhwa, wenn wir dieses hören, du wirst für ewig leben und nie wieder sterben, dann wisse, Allah Azza wa Jal gibt dir Sicherheit. Denn das, was uns hier das Leben verdirbt, ist, dass wir wissen, der Tod kommt eines Tages. Deswegen sagte einer der Salaf, indem er mit seinem Haus geredet hat, und er war bei Allah kein Verrückter, er sagte zu seinem schönen Haus, würde es den Tod nicht geben, würde ich dich genießen. Würde ich dich genießen. Aber der Tod lässt mich verstehen, dass dieses Leben irgendwann ein Ende hat. Und dadurch geht vieles verloren, liebe Geschwister. Und dann wird ihnen zugerufen, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Und ihr werdet für ewig jung bleiben und nie wieder alt werden. Und nie wieder alt werden. Allahu Akbar. Was für eine wunderschöne Botschaft. Einmal sah der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine alte Frau, sehr alte Frau.
Und sie sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, werde ich das Paradies betreten? Er sagte, keine alte Frau betritt das Paradies, sondern sie wird darin eine junge Frau sein. Allahu Akbar. Sie wird darin was sein? Eine junge Frau. Wie alt sind die Paradiesbewohner? 33 Jahre alt. Wer von euch ist 33? Alhamdulillah. Was schätzt ihr, wie alt ich bin? 33. Der kriegt eine doppelte Portion beim Essen. Schaut mal, subhanallah. Warum 33 Jahre? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, das ist das Alter, wo der Mensch den größten Genuss erfährt. Er ist kein Kind mehr, aber er ist auch noch nicht alt. Deswegen ist dieses Alter ein ganz besonderes Alter. Und das Letzte, was den Leuten zugerufen wird, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا, und ihr sollt für ewig genießen im Paradies und nie wieder unglücklich traurig werden. Ja Allah, möge Allah uns das Paradies geben. Alleine das, was ausgerufen wurde an der Tür, das ist genügend, liebe Geschwister. Und subhanallah, wunder dich nicht, was Allah Azza wa Jal für besondere Dinge im Paradies machen wird. Eine dieser besonderen Dinge ist, höre zu, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي إِنَّ أَحَدَهُمْ بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ أَهْدَى مِنْهُمْ بِمَنْزِلِهِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا. Einer von ihnen, von den Paradiesbewohnern. Hat er schon das Paradies betreten? Nein. Er ist an der Tür. Er sagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dieser Paradiesbewohner kennt den Weg zu seinem Haus im Paradies besser als den Weg in der Dunya zu seinem Haus. Er kennt den Weg zu seinem Haus im Paradies, zu seinem Schloss, besser als den Weg zu unserem Haus hier in dieser Dunya. Wallah, ist nicht so, dass wir uns manchmal verfahren? Ist das nicht so, liebe Geschwister? Ist nicht so, dass wir manchmal nicht wissen, in welcher Gegend wir sind? Dort wirst du niemals dein Reich verfehlen. Du wirst den Weg kennen. Wer leitet dich dorthin? Allah subhanahu wa ta'ala. Der Rechtleiter, Al-Hadi, ist einer der Namen von wem? Von Allah azza wa jal. Subhan al-Malik. Ein kleines Kind, welches geboren wurde. Hat er einen Verstand? Er hat keinen Verstand. Dieses kleine Kind, wer hat ihm beigebracht, dass er von der Mutterbrust saugt? Wer? Niemand von der Schöpfung, richtig? So setzt ihn die Mutter an die Mutterbrust an und er weiß genau, was er zu tun hat. Wer hat es ihm beigebracht? Niemand außer Allah, der Rechtleiter. Hat ein Vogel ein Navigationssystem? Wohin fliegt er? Mehrere tausend Kilometer zu einem bestimmten Ort. Wer hat ihn dorthin geleitet? Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst den Weg zu deinem Haus im Paradies besser und genauer finden als das Haus in der Dunya, in dem du hier gelebt hast, o Diener Allahs. Subhanallah. Viele Leute sagen sich, ich habe hier die Transportmittel geliebt, schöne Autos und schöne Transportmittel, für die manche Leute bereit sind, viel Geld auszugeben. Aber ihr braucht ja gar keine schnellen Autos, weil hier dürft ihr sowieso nicht schnell fahren. Ich habe schon gehört, was es hier an Strafen gibt, wenn man etwas verkehrssündig ist. Alhamdulillah, ich hätte schon längst meinen Führerschein hier abgegeben. Aber wie werden wir uns im Paradies, möge Allah uns das Paradies geben, wie werden wir uns im Paradies fortbewegen? Das war eine Frage, die einen Sahabi interessiert hat. Und so berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, Hal fil jannati min khayl, gibt es im Paradies Pferde? So sagte er, إِنِ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ فَلَا تَشَاءُ أَن تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتِ. Er sagte zu ihm, wenn Allah dir das Paradies schickt, willst du da nicht auf einem Pferd getragen werden, der mit roten Rubinen bestückt ist? Und er fliegt dich überall hin, wohin du willst, mit Flügeln. Allahu Akbar. Kein Stau, kein Beschimpfen der anderen. Und du fliegst im Paradies
und er wird dich den Weg leiten. Er fliegt dich dorthin, wo auch immer du hin willst. Ein wunderschönes Pferd, o Diener Allahs. Das wird dein Transportmittel sein. Es gibt viele Leute, sie denken, das Paradies müsste mit der Zeit eigentlich langweilig werden. Weil wenn alles schön ist, irgendwann erfährt man eine Langeweile. Aber das sind Leute, die nichts vom Paradies wissen, liebe Geschwister. Wusstet ihr, dass der Paradiesbewohner sein Aussehen nicht behält? Wie? Das Aussehen von einem Paradiesbewohner ändert sich ständig. Allahu Akbar. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu abba, an Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, qala, inna fil jannati lasuqan, ya'tunaha kulla jumu'ah. Im Paradies gibt es einen Markt, wo die Menschen jeden Freitag hingehen werden. Bedeutet die Männer. Wo die Männer was? Jeden Freitag hingehen werden. فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. An diesem Markt wird es einen Wind geben, der vom Norden kommt, und dieser bläst in die Gesichter und in die Kleidung der Männer, die sich dort befinden. Was passiert? فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا. So werden sie immer hübscher dadurch werden. Allahu Akbar. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ. Dann gehen sie wieder zurück zu ihren Frauen. وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا. Während sie noch hübscher als zuvor sind. Was sagen die Frauen dann zu ihnen? فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. Bei Allah. Nachdem ihr vom Markt, oh unsere Männer, zurückgekommen seid, ihr seid viel schöner geworden wie zuvor. Und die Männer werden zu ihren Frauen sagen, فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. Und auch ihr Frauen, die ihr hier gewartet habt, in euren Häusern auf uns, ihr seid auch hübscher geworden als zuvor. Niemand bleibt in dem Zustand, in dem er war. Warum? Allah macht es dir nicht langweilig. Du wirst dort für ewig glücklich sein. Es gibt dort nicht etwas, was man Langeweile nennen kann, o Diener Allahs. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein glückseliges Leben versprochen. Und das wirst du bekommen, denn das Versprechen Allahs ist wahr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Und dann kommen wir zu dem Hadith, liebe Geschwister, wo du hören wirst, subhanahu al-Malik, was du essen wirst im Paradies. Ich gebe euch von allem einen kleinen Ausblick. So berichtet Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Er sagte, qala, innaka latanzuru ila at-tayri fil jannati fayakhiru bayna yadayka mashwiyan. Du wirst laufen im Paradies, dann wirst du einen wunderschönen Vogel sehen, den du begehrst zu essen, so wird er in deine Hände hereinfliegen, gegrillt, so dass du nur hereinbeißen musst. So dass du nur hereinbeißen musst. Keine Federn, nichts dergleichen. Du denkst nur daran, Allah, er erfüllt dir deinen Wunsch. Weiß er nicht über alles Bescheid? Und ist er nicht zu allem in der Lage, liebe Geschwister? Du denkst an eine Sache und du wirst sie bekommen. Allah Azza wa Jalla sagt, Qutufuha Dania. Ihre Früchte sind leicht zu pflücken. Im Paradies wird sich der Baum entsprechend deiner Position neigen. Wenn du im Liegen bist, kommt der Baum so weit mit seinen Früchten herunter, wie du es mit Leichtigkeit pflücken kannst. Und wenn du im Sitzen bist, dann kommt er nur so viel runter. Und wenn du im Stehen bist, dann nur so viel runter. Er macht dir keine Mühe, dass du die Früchte vom Baum pflückst. Und die Früchte im Baum sind so groß wie große Kannen, liebe Geschwister. Und sie enthalten keine Kerne. Wie viele leckere Melonen haben wir gegessen? Aber was hat immer gestört? Die Kerne, bis wir sie irgendwann runtergeschluckt haben, weil wir keine Lust mehr hatten, sie auszuspucken. Aber subhanallah, im Paradies gibt es dieses nicht. Es gibt keine schlechten Früchte. Sie sind süßer als Honig, die Früchte im Paradies. Allahu Akbar. Ein Genuss für dich. Allah Azza wa Jal will, dass du genießt. Und wenn du gegessen hast, was wird es im Paradies geben? Und ich rede mit euch über Sachen, die verwunderlich sind, die wir uns hier nicht vorstellen können.
Eine Person im Paradies wird nicht auf Toilette gehen müssen, nachdem er gegessen hat oder getrunken hat. Höre an Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte: "Inna ahla al-jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun." Die Leute im Paradies, sie essen und sie trinken. Sie essen und sie trinken im Paradies. ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. Sie werden im Paradies weder spucken, noch werden sie ihr kleines Geschäft verrichten, noch werden sie ihr großes Geschäft verrichten, und sie werden nicht einmal mehr ihre Nase ausschnauben. So fragte einer der Männer, er fragte: O Gesandter Allahs, wo geht das Essen hin? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung. Er sagte: Warashun karashil misk. Sie werden dieses ausscheiden in Form von Schweiß, der wie Misk das beste Moschusduft ist. So wird er es ausscheiden. Und sein Ein- und Ausatmen ist Tasbih, so lobpreist er Allah. Er braucht nicht zu beten, um diese Frage zu beantworten. Er braucht nicht mehr zu beten. Die 5 Gebete sind fällig. Warum? Weil du hast das bewiesen, wo? In der Dunya. Aber der Paradiesbewohner, nicht, dass er keinen Herrn mehr hat, natürlich. Er lobpreist Allah am Morgen und am Abend, aber mit welchem Unterschied? Er atmet ein und aus, das ist Lobpreis. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Abul Bara, wunderschön. Aber ich liebe Kinder. Ich möchte auch gerne im Paradies Kinder. Gibt es Kinder im Paradies? Höre, was Abu Sa'id radiyallahu anhu berichtet hat. Er sagte: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Al-mu'minu idha ishtaha al-walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Wenn der Gläubige im Paradies Kinder möchte, Kinder begehrt, er und seine Frau, dann werden sie Kinder bekommen und die Schwangerschaft, die Entbindung und das Alter von einem Kind werden in einer Stunde geregelt. Sie können bestimmen, wie alt das Kind werden soll. Ob es ein Junge oder ein Mädchen sein soll. Allahu Akbar. Stellt euch vor. Und ihr kennt eine Frau, wenn sie im Schwangerschaftsalter ist, in der Schwangerschaftssituation ist, sie läuft ja praktisch nur rückwärts. Ja? Wenn sie sich hinsetzen will, weder sieht sie ihre Füße, noch sieht sie, was hinter ihr ist. Das heißt, sie läuft rückwärts und dann legt sie sich hin. Wie schwer so eine Schwangerschaft ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Schwestern helfen, dass sie noch viele Kinder bekommen. Allahumma amin. Wie lange dauert die Entbindung? Unterschiedlich. Eine Stunde. Wie lange dauert die Schwangerschaft? Eine Stunde. Wie alt wird das Kind? So alt wie die Eltern dieses Mal. Allahu Akbar. Was für eine wunderschöne Botschaft, O Din Abbas. Aber ich weiß, ihr wartet auf die Hurulain, auf die Paradiesjungfrau. Ist sie wirklich so schön, wie man sich das vorstellt? Könnt ihr euch vorstellen, kein Licht in dieser Dunya zu haben, weder das Sonnenlicht noch das Mondlicht? Würde euch was fehlen im Leben? Es würde uns allen etwas fehlen. Aber subhanallah, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hurul Ain, die Paradiesjungfrau, beschrieben? An Anas ibn Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Law anna mra'atan min ahli al-Jannah ittala'at ila ahli al-Ard la'adha'at ma baynahuma wa lamala'athu riha. Wenn eine Frau vom Paradies, eine Paradiesjungfrau, Hurulain. Warum heißt sie Hurulain? Wer sagt mir das? Weil sie hat große Augen. Und sie ist sehr hellhäutig. Und diese Augen sind mit Kuchel untersetzt, liebe Geschwister. Und das ist die wahre Schönheit. Nicht die grünen Augen oder die blauen Augen. Die wahre Schönheit ist was? Sind die dunklen Augen, weil Allah weiß, was am schönsten ist, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Hurulain. Er sagt uns, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn sie vom Paradies herabschaut auf die Dunya. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Sagt es mir. Oben. Und sie schaut ja herab. Wenn sie herabschaut vom Paradies auf die Dunya, höre, was passiert.
dann wird sie das gesamte Licht zwischen Dunya und Himmel ersetzen. Und sie wird die gesamte Dunya und den gesamten Himmel mit einem wunderschönen Geruch füllen. Allahu Akbar. Subhanallah, wie viele Männer kommen nach Hause? Da haben sie auch einen Geruch in der ganzen Wohnung, aber vom Schweiß von der Frau. Aber die Paradiesjungfrau, was hat sie? Sie füllt einen wunderschönen Geruch zwischen Himmel und Erde. Allahu Akbar. Was ist das für eine wunderschöne Frau? Und höre, wird die Paradiesjungfrau immer gleich aussehen? Subhanallah. Höre diesen Hadith, O Diener Allahs. Fayadkhulu ayil mu'min. Der Mu'min kommt in sein Paradies herein. Yadkhulu qasrahu fil Jannah. Er kommt in sein Schloss herein. Ba'da an yanjua min an-nar, nachdem er vom Höllenfeuer gerettet wurde. Fa'idha huwa bihawra ayna. So sieht er die Paradiesjungfrauen in seinem Paradies und in seinem Schloss. Alayha sab'una hulla. Sie trägt 70 Kleider. 70 Kleider. Yura mukhu saqiha min wara'i hulaliha. Und er sieht das Fleisch, die Beine von ihr hinter den 70 Gewändern. So rein ist ihre Haut. Yachi, nimm mal eine Uhr. Am besten eine Schweizer Uhr. Wir sind hier in der Schweiz. Wenn du reinguckst, siehst du nicht alles detailliert. So siehst du das bei einer Paradiesjungfrau. So rein ist sie. So rein ist sie. Und sie trägt 70 Kleider. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, es fällt ihr überhaupt nicht schwer, diese 70 Kleider zu tragen. Sondern du siehst sie ständig in einem anderen Kleid. Wenn du dich umdrehst, siehst du sie im roten Kleid. Dann drehst du dich um im gelben Kleid. Du drehst dich wieder um im grünen Kleid. Immer wechselt sie ihr Aussehen. Subhanallah. Bei uns trägt sie eine Jogginghose, wo Knoblauchreste dran sind und erbrochen ist vom Sohn. Und sie wechselt diese Hose nicht. Aber wenn sie rausgeht, sieht sie wie eine Blume aus. Aber die Paradiesjungfrauen sind nicht so, liebe Geschwister. Sondern Allah beschreibt sie, Hurun maqsuratun fil khiyam. Das sind Huris, sie ziehen sich in ihren Zelten zurück. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh, er sagt, und das sind Erklärungen. Sie müssen nicht immer authentisch sein, in dem Sinne, weil auch ein Gelehrter manchmal etwas sagt, aber der Hadith oder die Ayah ist von stärker, liebe Geschwister. Er sagt, wenn die Paradiesbewohner, die Männer, an der Tür stehen, dann kommen die kleinen Kinder. Denn dort gibt es kleine Kinder, kleine Jungs. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt sie, إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبِتَهُمْ لُؤْلُؤًا Manthura. Wenn du sie siehst, diese kleinen Kinder, so werden sie dir vorkommen wie zerstreute Perlen. So wunderschön sind diese Kinder. Die sind deine Knaben, sie sorgen sich darum, dass du alles hast, was du möchtest. Und wie wunderschön sind kleine Kinder. Ihr kennt das, wenn ein kleines Kind euch etwas bringt, das ist süß. Das ist einfach menschlich, barmherzig. Man möchte ihn in die Hand nehmen und ihn knuddeln, weil diese Kinder so süß sind, liebe Geschwister. Diese kleinen Kinder werden ständig um dich herum sein und dich fragen, was du willst. Diese kleinen Kinder, was machen sie? Ali ibn Abi Talib sagt, wenn der Paradiesbewohner das Paradies betritt, dann laufen sie schnell, die kleinen Kinder, in das Schloss von dem Paradiesbewohner und sagen den Hurul Ain, euer Mann ist da. Euer Mann ist da, den, auf den ihr gewartet habt. Dann sagen die Hurul Ain, ist der wirklich da? Dieser so und so? Und sie nennen ihn beim Namen. Dann sagen die Kinder ja. Und dann werden die Paradiesjungfrauen sich freuen. Und sie warten in ihren Häusern. Warum? Hurum maqsuratun fil khiyam. Das sind Huris. Sie ziehen sich in ihren Zelten zurück. Sie gehen nicht aus dem Haus heraus. Sie schauen sich keine fremden Männer an. Sie warten nur auf ihren Mann und sind zufrieden mit ihrem Mann. Und niemals lassen sie ihre Blicke schweifen. Lam yatmithunna qablahum insun wala jan. Niemals zuvor wurden sie berührt, weder von einem Menschen noch von einem Jinn. Reine Wesen. Ja, Wallah, wie viele Frauen gibt es hier, die manche Johal begehren, diese Frau, ja, achi, subhanallah, stell dir vor, ein Bonbon, der offen ist und wo tausende von Fliegen dran waren, möchtest du so ein Bonbon in den Mund nehmen? Oder lieber einen verschlossenen und selber öffnen? Wo sind wir, ja, achi? Wallahi, wo sind wir? Wer möchte so ein Bonbon in den Mund nehmen?
Niemand! Niemand, der Verstand besitzt. Und du hast die Möglichkeit, diese wunderschönen Hurul Ain zu bekommen. Aber was ist deine Aufgabe? Dass du etwas dafür tust. Und nicht nur das, in der Überlieferung heißt es auch, liebe Geschwister, dass der Paradiesbewohner, wenn er diese Hurul Ain erblickt im Schloss, sie wird das gesamte Schloss mit Licht füllen, wenn Allah nicht bestimmt hätte, dass der Paradiesbewohner dieses Licht aushält, wäre er blind dadurch geworden. So sehr füllt sie das Licht aus im Paradies, so wird er sagen, nachdem er weggeguckt hat kurz von der Paradiesjungfrau, er sagte, izdadat fi aynihi 70 darfa amma kana qabla dhalik. Wenn er seinen Blick abschweifen lässt und er dreht sich wieder zu ihr um, dann hat sie ihre Schönheit 70-fach erhöht. Allahu Akbar. 70-fach. Und der ärmste Paradiesbewohner bekommt wie viel Hurul Ain? Zwei Stück. Ikitana. Nein. Damit jeder mich versteht, inshallah. Er kommt herein in sein Schloss und dann sieht er die zwei Hurul Ain. Wer ist das? Der ärmste Paradiesbewohner, der als letztes aus was herauskam? Aus Jahannam. Er wurde reingewaschen in einem Fluss. Dieser Fluss heißt Fluss des Lebens. So werden alle seine Spuren, die er in Jahannam, möge Allah uns davor bewahren, dass wir in Jahannam reinkommen. Allahumma la tu'adhibna la fi dunya wa la fi al-akhirah. Er wird hereinkommen. Die Leute werden dann nicht mehr merken, dass er zu den Höllenbewohnern gehörte. Er kommt herein und er kommt in sein Haus herein. Dort warten zwei von Hurul Ain. Und wenn er hereinkommt, dann freuen sie sich abgrundtief, diese Hurul Ain, und sie sagen, Alhamdulillahi alladhi ahyaka lana. Alles Lob gebührt Allah, der dich für uns zum Leben hervorgebracht hat. Und alles Lob gebührt Allah, der euch für mich zum Leben gebracht hat. Und dann wird er sagen, der ärmste Paradiesbewohner, niemand hat Besseres bekommen als ich. Und er weiß nicht, was die anderen bekommen haben. Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba radiallahu anhum. Abu Bakr und Umar waren nicht dabei radiallahu anhum. Er sagte, seht ihr die Sterne da oben? Sind die Sterne weit entfernt? Wir sehen sie, aber sind sie weit entfernt? Sie sind sehr weit entfernt. Er sagte, seht ihr die Sterne da oben? Sie sagten ja. Er sagte, die Paradiesplätze von Umar und Abu Bakr sind so im Vergleich zu euren Paradiesplätzen im Paradiesgarten. So weit sind sie von euch entfernt. Welches Paradies möchtest du, Yachi? Es gibt Leute, der sagt, ja, Hauptsache das Paradies, egal wie, falsche Einstellung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, was die richtige Einstellung ist. Er sagte, wenn ihr um das Paradies bittet, bittet um welches Paradies? Um ein Firdaus. Warum Firdaus? Was ist Firdaus? Die höchste Stufe des Paradieses, es ist unter dem Thron Allahs und der Thron Allahs ist das Dach von Al-Firdaus. Und von dort entspringen alle Flüsse, die in das Paradiesgarten hereinströmen. Allahu Akbar. Du sollst um Al-Firdaus bitten. Abu'l-Bara, ich, ehrlich gesagt, ich halte nicht viel von mir. Ja, bist du ein Jahil? Allah kann tun, was er will. Subhanallah. Und damit beende ich. Möge Allah mich und euch segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns heute, ab diesem Tag, alle Sünden vergeben und uns Kraft geben, die besten Taten zu machen. Eine kurze Geschichte, liebe Geschwister. Musa alayhi salatu wasalam hatte einmal ein Duell mit wem? Mit den Zauberern von Pharao. Von Pharao. Und dieses Duell bestand darin, dass sie einander überbieten. So haben die Zauberer ihre Stricke und ihre Seile geworfen. Was hat Musa alayhi salatu wasalam geworfen? Ein Stock. Was wurde aus dem Stock? Eine Schlange. Allah subhanahu wa ta'ala hat aus einem leblosen Gegenstand was gemacht? Ein Lebewesen. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah hat zu allem die Macht. Dann hat diese Schlange alles verschlungen. Und die Zauberer waren keine dummen Leute. Sie haben selber die Leute verzaubert. Ihr wisst, wie die Zauberer heute die Augen der Leute verzaubern, dieser Kafir Copperfield oder anderes. Du guckst und sagst, oh, weil du keine Ahnung hast. Weil du keine Ahnung hast. In der Zeit von den Sahaba, radiallahu anhu, gab es einen, der hieß Jundub, radiallahu anhu, arda. So hatten die Könige in der damaligen Zeit ihre Hofzauberer. Sie hatten ihre Hofzauberer.
Und da ist er hingegangen und hat einmal geguckt, was der macht. Dieser Hofzauberer hat so getan, hat mit den Augen der Leute gespielt. Und sie können die Augen der Leute betrügen, so dass er einen Kopf von einem Mann trennt und dann wieder zurückbringt. Schon dumm wusste Bescheid. Ahlul Tawhid wissen Bescheid. Sie wissen, es gibt so etwas nicht. Niemand kann Leben geben, außer Allah, und niemand kann sterben lassen außer Allah. Und Jundub hatte das fest in seinem Herzen, radiallahu anhu anda. Dann sah er diesen Hofzauberer, wie er die Leute betrogen hat, dass er angeblich die Leute teilen konnte, den Kopf vom Körper. Ist er nach Hause gegangen, hat sein Schwert geholt und kam wieder. Und der Hofzauberer hat dann wieder sein Kunststückchen vorgeführt. Dann hat er den Hofzauberer den Kopf abgeschlagen. Er sagte, jetzt mach ihn wieder ran. War er in der Lage dazu? Yahwa. Musa alayhi salatu wasalam hat seinen Stock geworfen und die Schlange hat alles verschlungen. Dann haben sich die Zauberer was? Niedergeworfen. Und haben bereut bei Allah azza wa jalla. Was hat Pharaon gemacht, la'natullah alayhi? Er hat ihn gedroht. Er sagte zu ihnen, wollt ihr etwa Allah anbeten, ohne dass ich es euch erlaubt habe? A'udhu billah. Schau mal, diesen Kibbir, diesen Hochmut, den erreichst du, wenn du im allgemeinen Leben hochmütig bist gegenüber den Menschen. Irgendwann wirst du hochmütig werden gegenüber Allah. Möge Allah uns davor bewahren. Schaut mal, dann sagte Pharaon, ich werde euch, die ihr jetzt den Islam angenommen habt, ich werde euch was? Die Hände abhacken und die Füße abhacken. Und ich werde euch kreuzigen an einer Palme. Sie haben gesagt, la daira. Uns macht das nichts aus. Wir begehren, dass Allah uns unsere Sünden vergibt. Schaut mal, gerade den Islam angenommen, Standhaftigkeit. Ja? Allahu Akbar. Wir gehen jeden Tag in die Moschee, hören Hadithe, Ayat, studieren Akida 1, Akida 2, Akida 3. Und dann kriegen wir kurzen Besuch von irgendwelchen komischen Leuten, die den Islam nicht lieben. Dann sagen wir, okay, ich verlasse den Islam. Subhanallah, was hat dir das ganze Wissen gemacht? Diese Zauberer sind gerade Muslime geworden. Er sagt, ich werde euch, schaut mal, was hat er gemacht? Hat er gesagt, ich werde euch töten? Oder hat er ihnen nicht mehr detailliert erzählt, was ihre Strafe ist, um ihnen noch mehr Angst zu machen? Was haben sie gesagt? Mach, was du willst. Du besitzt etwas von der Dunya, aber wir begehren zu Allah azza wa jalla zurückzukehren. Allahu Akbar. Was waren das für Leute? Hört, was Ibn Abbas radiallahu anhu. Und das ist mein letzter Satz. Er sagte, diese Leute waren am Mittag im tiefsten Höllenfeuer und am Abend sind sie als beste Shuhada gestorben. Sie waren im höchsten Paradies. Allahu Akbar. Deswegen, ja, bitte um das Paradies. Jannatul Firdaus. Durch eine aufrichtige Reue. Wenn Allah sieht, dass du diesen Islam annimmst und niemals wirst du etwas vor dem Islam bevorzugen. Weder deine Frau, noch deine Kinder, noch dein Vermögen, noch irgendetwas von dieser Dunya. Wenn Allah sieht, dass dieses in deinem Herzen wahrhaftig vorhanden ist, wallahi, es muss so sein, dass er dich zu den Awliya Allahs macht und er wird dich einen guten, schönen Tod sterben lassen mit einer guten Tat und so wirst du vor Allah auferstehen, indem du im Sujud vor ihm auferstehst und sagst, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Das ist der beste Zustand, den du erreichen kannst. Oder wie willst du sterben, o Diener Allahs? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Liebe zur Dunya aus den Herzen herausnehmen und uns das Paradies wahrlich ersehnen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den großartigen Gefährten und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Paradies vereinen, auf dass wir alle zusammensitzen und mit ihnen reden, wie sie in der Dunya dieses und jenes gemacht haben. Wollt ihr nicht mit Omar sitzen, radiallahu anhu? Wollt ihr nicht mit Abu Bakr sitzen? Wie schön ist diese Gesellschaft, liebe Geschwister. Daher bittet Allah darum und er ist der Großzügige. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فويا gut zu hören und ich hoffe wir haben es nicht zu lang für euch gemacht beten in der Taala und die Brüder die schon vorher hungrig waren wir bitten euch um Verzeihung nicht dass ihr aufgrund eures knurrenden Magen Dua gegen uns macht und ihr noch auf Reise seid